Ich begrüße zwei der insgesamt acht Ehrenmitglieder, die die DOAG seit ihrer Entstehung 1988 hervorgebracht hat. Herzlich willkommen zum DOAG TV, Dietmar Neugebauer und Wolfgang Taschner. Eigentlich wollte ich den Menschen eure Vita ein bisschen vorstellen, aber ich fände es viel schöner, dass ihr eure Geschichte der DOAG mal in eigenen Worten kurz zusammenfasst. Ja, also es war im Jahr 2000, als ich den Fried Sake kennenlernte. Und ich war damals freiberuflich schon unterwegs, als Journalist, PR-Berater und viel in Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und der Fried sagte, ja, also wir haben hier einen Verein, die DOAG, und ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, mal schauen. Und habe ich gesagt, ja klar, können wir schon machen. Und dann bin ich heimgegangen, habe dann DOAG eingegeben, DOAG.org, habe mir die Webseite angeschaut und habe gesagt, oh Gott, das gibt Arbeit. Und so war es dann auch. Aber die Arbeit hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ich habe mich mit dem Fried sehr gut verstanden und habe ja dann Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht für die DOAG und auch die Kontakte hergestellt zur Computerwoche, zur Computerzeitung und so. Und dann die Zeitschrift DOAG News übernommen als Chefredakteur. Später dann die DOAG Business News entwickelt und als dritte Zeitschrift dann die Java Aktuell. Also ich war wirklich gut beschäftigt. Du warst sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die Online-Artikel geschrieben hat, die Website auf Trab gebracht hat und die Magazine auf einen Kurs gebracht hat und dazu noch weitere, in Anführungszeichen, erfunden hat. Ja. Alles in Personalunion Wolfgang Taschner. Ja. Wir kommen darauf wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen. Okay. An der Stelle übergebe ich an den Dietmar, dass du dich vielleicht nochmal kurz vorstellst, für die, die dich seit deinem Ausstieg 2019 noch nicht auf dem Schirm haben, weil wir haben ja auch viele neue Mitglieder bekommen. Also ich bin eigentlich in der DOAG schon seit 1990, war glaube ich meine erste Konferenz, und eigentlich war ich dann immer mehrere Konferenzen besucht, und irgendwann hat mal der Oracle-Geschäftsführer, auch ein DOAG-Ehrenmitglied, leider schon verstorbenes Mitglied, der Franz Niedermeyer, zu meinem Arbeitgeber gesagt, dass so ein großer Oracle-Kunde, der sollte eigentlich auch im Vorstand vertreten sein. Und dann bin ich eben da hingeschickt worden in den DOAG-Vorstand, bin dann auch frei mitgearbeitet, dann bin ich gewählt worden in den Vorstand, und zwischendrin habe ich auch mal den ersten Vorsitzenden ein Jahr vertreten. Und ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, seit 2008 bin ich jetzt eigentlich Vorsitzender gewesen, von 2008 bis 2016, einer der längsten Perioden in der DOAG. Steht tatsächlich so auf meinem Zettel. Ja. Ich kann dich bestätigen. Ja, genau. Und dann irgendwann wollte ich mal das an Jüngere übergeben und habe dann auch aufgehört und habe dann zwar noch zwei, drei Jahre mit bestimmten Themen wie dem Legal Council und einen Artikel im RedStack mit der DOAG gearbeitet, und irgendwann habe ich mich dann ganz zurückgezogen. Und du warst auch Chefredakteur der Aura World, ne? Genau, das war sowieso ein Anliegen von mir, die internationalen Usergruppen, die Zusammenarbeit, und da ist eben auch dieses Thema Aura World entstanden. Mhm. Ja. Was führt euch auf die DOAG-Konferenz und Ausstellung? Also da gehört natürlich auch mein Dank, sind wir eingeladen worden vom DOAG-Vorstand. Finde ich toll, sind ja alle Ehrenmitglieder sind eingeladen worden. Und das haben wir eigentlich auch schon zu meiner Zeit immer durchgeführt. Und das ist eigentlich immer sehr schön, dass man die ehemaligen Vorstandsmitglieder wieder trifft und sich mit ihnen austauschen kann, weil es natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, Feedback zu bekommen. Ja, und ich habe einen Anruf vom Dietmar bekommen. Wolfgang, lass uns doch zur DOAG-Konferenz gehen. Und dann habe ich erst gesagt, naja, ich weiß nicht so recht und so. Und dann hat er gesagt, ach komm, das ist wirklich schön, du triffst lauter ehemalige Freunde und hin und her und so. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gut, warum nicht? Und so sind wir dann zusammen in München in den Zug gestiegen und hierher gefahren. Super, das heißt, ihr habt den ganzen Tag Konferenz erlebt. Wie sind denn eure Eindrücke? Ich meine, es hat sich viel getan. Die letzte große DOAG-Konferenz war 2019, dann kam der Ausstieg 2020, ging wegen Corona nicht. 2021 war eine Online-Variante, und dann haben wir sozusagen Fahrt wieder aufgenommen in 2022.
Da wart ihr wahrscheinlich nicht dabei. Ich erinnere mich auf jeden Fall, euch nicht getroffen zu haben. So, wie ist das für euch, nach so vielen Jahren, wo ihr auch involviert wart, auf so eine Konferenz wie heute zu gehen? Also ich bin hierher gekommen und schon beim Herfahren habe ich gedacht, ich möchte nicht damit identifiziert werden mit der alten Doag. Mhm. Weil für mich gibt es keine alte Doag und keine neue Doag. Also für mich war einfach von Interesse, wie hat sich die Doag inzwischen entwickelt, was passiert hier auf der Konferenz, was kann ich so mitbekommen. Und ich habe einfach gesehen, die Doag geht da in die richtige Richtung, weil sie immer noch den Schwerpunkt auf den Anwender hat. Also wenn man heute den Tag anschaut, also dass die Vorträge oder auch die ganze, zum Beispiel diese KI-Navigator, das sind alles Themen, die für den Anwender von Interesse sind. Das ist mein erster Eindruck hier. Und Wolfgang, wenn ich dich nach deinen Eindrücken frage heute, so der erste Tag neigt sich praktisch dem Ende. Du hast den ganzen Konferenztag erleben können. Wie ist das für dich, so hier in dieses Doag'sche Universum einzusteigen? Also ich habe das immer sehr gerne gemacht und ich kann mich an über 20 Konferenzen erinnern. Es fing ja damals noch in Stuttgart, Feuerbach an, dann später Mannheim und dann der Umzug nach Nürnberg. Und mir hat es immer gut gefallen, einfach unter den Menschen zu sein. Und auch als Redakteur für die Zeitschrift habe ich hier meine Leser getroffen. Ich habe gesehen, wie die denken, wie die reden, was für Vorträge die hören, was sie für Interessen haben. Und das hat mir sehr geholfen, einfach die Zeitschrift auch auf den Leser hinzuführen. Mhm. Und gut, also das war eigentlich auch als ich hier in der Früh wieder reinkam, es war sofort diese Spannung da und diese Freude und dann, hallo, grüß dich und hallo und den kenne ich auch noch. Und das fand ich immer sehr, sehr schön, ja.